Ja, im Wonnemonat Mai könnte es freilich schon wärmer sein. Sicher aber ist wenigstens die Badesaison. Steht unmittelbar bevor und mit ihr leider auch die große Frage, woher bekommen Badeseen und Freibäder die dringend nötigen Rettungsschwimmer in diesem Jahr? Sie fehlen vielerorts und Nachwuchs ist knapp. Ausgebildet wird er unter anderem beim Deutschen Roten Kreuz. Und zum Weltrotkreuztag heute zeigen wir Ihnen mal, was die Retter da so alles können müssen. Wir waren nämlich bei den thüringisch-sächsischen Landesmeisterschaften. Ist schon eine anstrengende Sache, so eine Herzdruckmassage. Aber das Entscheidende ist, dass man als Laie natürlich sich immer sehr unsicher fühlt. Macht man hier das Richtige, um diesen Menschen am Leben zu erhalten? Von daher bin ich schon sehr froh, dass es die Profis vom DRK gibt. Jungs und Mädels wie die hier aus Chemnitz, die ihr können beweisen und die es auch wirklich richtig drauf haben. Neben dem Schwimmen ist die Wiederbelebung natürlich die Königsdisziplin für jeden Rettungsschwimmer. 8 Minuten lang müssen die Teilnehmer der thüringischen und sächsischen Landesmeisterschaften den Verunfallten versorgen. Ungefähr so lange, wie es in der Realität dauert, bis der Rettungsdienst da ist. Da in Schwimmbädern oftmals Kinder und auch Babys verunglücken, natürlich auch bei den ganz Kleinen und da ganz, ganz vorsichtig. Würdest du das auch in der Realität zutrauen? Ja, ich denke schon. Ja, dafür übe ich ja die ganze Zeit, dass ich das in der Realität dann auch könnte. Hilfe! Hilfe! Üben, üben, üben und dann im Ernstfall ganz cool bleiben und das Richtige tun. 1500 aktive Rettungsschwimmer gehören zur DRK-Wasserwacht im Freistaat, die in der Badesaison 60 Stellen in Thüringer Seen und Freibädern, aber auch an der Ostsee überwachen. Ein ehrenamtlicher Job, der viel abverlangt und so dringend gebraucht wird. Doch auch das DRK hat wie viele andere Organisationen große Nachwuchssorgen. Das Entscheidende ist eigentlich der Nachwuchs. Das ist die Zahl der Ehrenamtlichen, die bereit sind, sich zu binden, die gerne sagen, ich mache beim DRK mit, ich gehe dort jede Woche hin oder mache Einsätze. Und das werden halt immer weniger, weil die Zeit halt einfach begrenzt ist. Es gibt viele andere Möglichkeiten, gerade für Jugendliche, sich zu engagieren und irgendwas zu unternehmen. Und da ist das DRK sicherlich nicht in der ersten Reihe dabei. Die Berufs- und Studienwahl ist meist der entscheidende Einschnitt. Wenn die jungen Rettungsschwimmer zu Lehre oder Studium weggehen von zu Hause, verlassen sie ihre Ortsvereine und kommen oft nicht wieder zurück. Außer vielleicht, sie sind Retter mit Leib und Seele. Warum engagierst du dich bei der Wasserwacht? Ne, weil ich es sehr schön finde, das Gefühl, Menschen zu helfen. Und dass du, wenn du zu einem Unfall kommst, dass du nicht das Gefühl hast, einfach nur hilflos daneben zu stehen, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, du hast etwas bewirkt und du hast dein Bestes getan, dass du keine Gewissensbisse hast und sowas. Das Einmaleins der Rettungsschwimmer natürlich, wie bringe ich Ertrinkende aus dem Wasser? Wie rette ich Menschen aus diesem für sie manchmal gefährlichen Element, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen? Die verschiedenen Techniken mussten die jungen Frauen und Männer bei den Landesmeisterschaften beweisen. Selbstverständlich mit der Stoppuhr im Nacken. Denn je schneller sie retten, umso höher ist die Überlebenschance des Verunfallten. Ich würde mal sagen, die Freibadsaison kann kommen. Bei allem, was ich heute gesehen habe, man kann großes Vertrauen in die Leistung dieser Rettungsschwimmer haben. Und der Weltrotkreuztag, der ist so ein Tag, an dem man mal Danke sagen kann für die ehrenamtliche Tätigkeit dieser jungen Leute.